Hallo liebe Freunde des Schauderns und willkommen zurück bei Let's Play Alan Wake. Wir sind hier an diesem Schrottplatz und es ist noch ein weiter Weg zum Cauldron Lake, wie von Alan Wake gewöhnt, wie von dem Spiel hier gewöhnt. Und hier ist ein Generator, den wir mal anschmeißen wollen. So. Aha, da unten müssen wir auch noch irgendwas betätigen, damit es hier weitergeht. Klettern wir erstmal hier runter. Und ich warte nur auf allerhand Besessene, die uns hier beim Schrottplatz ans Leder wollen. Vorne haben wir noch ein Auto stehen, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt. Hier. Sieht allerdings auch nicht mehr so gut aus. Ich nehme es aber trotzdem mal mit. Was zur Hölle. Der Bagger. Nee. Nee. Komm schon. Scheiße. Fahren wir den wenigstens platt, komm. Bam. So, und jetzt hier anstrahlen mit dem Auto. Vielleicht können wir den hier so plätten. Komm schon her, voll drauf. Mit dem Licht. Die Batterie ist gleich leer. Ha! Sehr gut. Glücklicherweise haben wir das nicht zu Fuß gemacht, sondern sind direkt in die Karre gesprungen. Jetzt hätte das wahrscheinlich gar kein gutes Ende genommen. So, raus aus der Möhre. Da vorne ist noch sowas wie ein Manuskript. Ah ne, das ist ein elektronischer Draht, der da frei liegt. Autsch! Und der wirft mir eiskalt die Axt in den Rücken, der Assi. Schnell das Ding aktivieren, komm schon. Müssen wir nicht. Wir mussten noch hier irgendwas aktivieren. Scheiße. Habe ich das jetzt gemacht oder was? Ich habe es nicht gesehen vor Schock. Wir müssen hier durch. Aha. Und jetzt können wir da drunter herfahren. Alles klar. Ich verstehe. Moment. Da war ein frisches Fahrzeug. Das nehmen wir uns. Weil die Möhre jetzt hier auch zweimal von dem Bagger erwischt wurde. Muss ja nicht sein. Lustig, wie der erst später anfängt zu dampfen, wenn wir wieder aussteigen. Nehmen wir doch den hier. Ah, scheint auch ein bisschen dickeren Motor zu haben. Der gute Pickup hier. Und weiter geht's durch die Nacht zum Cauldron Lake, Freunde. Zum Cauldron Lake. Oh, ein bisschen schlittrig die ganze Angelegenheit hier. Licht und ein Emergency Case, ein Notfallkasten. Da gucken wir mal kurz rein. Sehr schön, können wir nichts mehr mitnehmen, glaube ich, von dem Kram da. Alles voll, Gegenstandslimit haben wir erreicht. Wieder ins Fahrzeug steigen und jetzt gucken wir mal da vorne. Müssen wir wohl jetzt nach rechts irgendwie. Als ich Barry im hellen Raum von meinem Plan erzählte, hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat. Es stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. Und das wird, wie gesagt, nicht leicht. Follow. Wir sollen also da runter. Was haben wir hier noch? Revolvermunition. Brauchen wir nicht mehr, aber wir können mal nachladen. Keine Manuskriptseite hier. Das Ding können wir mal aus dem Weg räumen. Zum Glück hat Miss Weaver hier allerhand Zeichen hinterlassen, wo wir lang gehen müssen. Ohne die wäre es wohl ein bisschen schwierig geworden. Und so langsam blickt man ja auch endlich mal durch die Geschichte durch. Oh oh. Ich mach das Licht mal lieber an hier gerade. Ich werde sie dir niemals geben. Ach du Heilige. Rennen. Wir rennen am besten einfach mal. Ach
du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Schnell zu diesem Licht da vorne. Ich glaube, alles andere wäre sinnlos. Und jetzt hier hoch. Komm schon her. Fuck. Bleib fern, Bestie. Scheiße, den kriege ich nicht. Nein. Ich bin so gut gelaufen, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Kettensägen, Mann. Fuck you. Blendgranate. Ist die einzige Möglichkeit, mir die vom Hals zu schaffen jetzt. Noch eine. Komm, hier für dich und für dich auch. Scheiße, der lebt noch. Der lebt noch. Und jetzt. Zack, an das nochmal eine hier. Und jetzt zack an das Ding dran. Wie kann das sein? Scheiße! Scheiße! Bams! Junge, Junge, Junge. Und den kriegen wir so aufs Korn genommen. Ah, der hatte schon gar keinen Schatten mehr um sich. Heilige Scheiße, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann hier keine Sekunde ausharren. Ich muss irgendwie Luft holen und ich weiß nicht wie. Komm, bleib zurück. Das sind zwei von denen. Und das ist doppelt scheiße. Komm schon, schneller nachladen. Meine Fresse. Junge, Junge, haben wir es auch ohne den Sucher hingekriegt, aber dafür haufenweise Blendgranaten verschwendet. Scheiße, Mann, besser konnte ich es nicht hinkriegen. In der Euphorie des Gefechts und in der Aufregung. Mein Herz ist auf 199. Mein Pulsschlag. Junge, war das krass, ey. Da hängt doch noch einer fest. Der alte Spitzbube hier. Nee, nee, nee. Dich lassen wir nicht leben. Von euch gibt's hier schon genügend. Und mehr von euch kann ich hier absolut nicht gebrauchen. Ich glaube, sonst gibt's hier aber nichts. Ich glaube, das ist hier ziemlich leer jetzt ansonsten. Nee. Gut, dann müssen wir das Ding hier wahrscheinlich wieder verschieben. Um hier uns den weiteren Weg frei zu bahnen. Scheiße, Mann, dass ich so viele Blendgranaten jetzt gerade verschwenden muss, ist echt ärgerlich. Aber ich kam nicht schnell genug an den Sucher, weil die mich die ganze Zeit umlaufen haben. Den hätte ich halt vorher aktivieren müssen. Da vorne haben wir noch eine Manuskriptseite, die ich nicht übersehen werde, ausnahmsweise. Der dunkle Ort. Der dunkle Ort, an dem ich mich wiederfand, ähnelte nicht, dass ich mir je hätte vorstellen können. Der Ort war nicht solide, er war fließend. Für jemand anderen, einen Künstler aus einem anderen Bereich, wäre er ganz anders gewesen. Ich konnte die Geschichte aus dem Manuskript überall um mich spüren. Die Worte und Ideen strömten durch die Luft, bereit, wahr zu werden. Sehr interessant. Macht die Sache aber nicht unbedingt gemütlicher. Der dunkle Raum. Wann kommen wir denn endlich beim Cauldron Lake an? Runter damit! Licht. Licht ist immer gut. Okay, und weiter. In der Ferne sah ich den Mirror Peak. Dort war der Cauldron Lake. Ach du Scheiße, da steht uns aber noch ein ganzer Weg bevor. Über die Brücke da müssen wir gehen. Nur über eine, nicht über sieben. Aber erstmal gucken wir hier in das Emergency Case rein. Uch, so. Da wäre wieder ein Vögelchen. Leuchtpistolenmunition haben wir eigentlich mittlerweile reichlich, ne? Ich
Wo geht's denn jetzt lang hier zu dieser Brücke? Hier unten ja wahrscheinlich nicht, oder? Kommen wir da überhaupt drüber? Das schaue ich mir nochmal genauer an. Boah, guckt euch mal die Vögel an, die da oben lauern. Und wenn wir über die Brücke laufen, greifen die uns bestimmt an. Schön, ich stelle es mir schon richtig schön angenehm vor. Ach so, da müssen wir wahrscheinlich hier hoch und dann da runter und das Ding wegschieben, oder was? Na gut, dann machen wir es halt so. Wie, und jetzt kommen wir hier nicht rüber? Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Das kann doch nicht sein. Doch, komme ich. Ups, so weit wollte ich gar nicht rennen. Nochmal hier hoch, bitte. Schön. Ja, Alan Wakes Animationen beim Springen und so sind nicht gerade atemberaubend. Wahrscheinlich müssen wir in das Ding reinhüppen, oder was? Und jetzt lösen wir mal die Bremse und gucken, was passiert. Besonders sicher sieht das nicht aus. Ich glaube, der TÜV hätte damit Probleme. Oh, oh, oh. Und das Ding ist verdammt lahmarschig. Das heißt, wenn es besessen oder Vögel angreifen, kann das nicht gerade... Ach du... Die fiesen Viecher. Wo kommen die jetzt alle her? Die Vögel der Nacht. Bisher haben uns keine weiteren verfolgt. Wir müssen hier weiter. Zu Fuß. Vielleicht ein bisschen schneller, da ab zum Licht. Bevor da weitere Vögel auftauchen. Ho. Heidewitzka, Kapitän. Wie kommen die Zäule hier alle her? Warum hat Alan die in die Geschichte geschrieben? Es gibt so viele offene Fragen eigentlich noch. Zwar kann man sich einiges daraus reimen. Natürlich Barbara Jagger hat ihn beeinflusst und so. Aber es ist schon abgedreht. Es ist definitiv abgedreht. Und das unterscheidet Alan Wake auch von Heavy Rain. Heavy Rain ist doch mehr filmisch aufgebaut, will ich mal behaupten. Und halt auch realistischer deutlicher. Es ist auf jeden Fall eine echte Geschichte und Alan Wake ist halt mehr eine aus den Fingern gesogene Horrorgeschichte, die zwar echt cool ist, aber auch einige Fragen aufwirft. Aber dennoch ein spaßiges Game, was sich absolut lohnt, Let's Play zu werden, alleine wegen den Horrormomenten, die hier natürlich deutlich krasser sind als bei Heavy Rain, wo ja eher mit Emotionen gespielt wird. So, jetzt darüber, komm. Renn, Alan. Wie immer. Diese Kackkrähen, ey. Diese verkackten Biester. Bleibt fern. Da oben ist irgendwie sowas wie ein Haus. Oh, bitte. Vielleicht können wir uns da irgendwie verschanzen. Vor diesen hässlichen Vögeln. Ach. Ach du Scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Naja. Krass sieht das aber aus. Oh Backe. Oh Backe. Autsch. Komm, nimm das. Komm. Probier's einfach. Schnell, mach schnell! Junge, Junge, Junge. Gehen wir mal in das Häuschen hier rein, deswegen ist das Licht. Die habe ich natürlich jetzt auch wieder verschwendet. Dafür haben wir da 15 Leuchtfackeln. Da sind wir natürlich auch ausgestattet, ne? Können wir quasi überwintern. Oh, Revolvermunition und Batterien brauchen wir gar nicht mehr. Gibt's hier denn sonst noch was? Eine Blendgranate oder so, die ich so eifrig verschwendet habe, aber die sind auch einfach super. Aber in dieser Folge bin ich ein wenig leichtsinnig umgegangen mit den ganzen Gegenständen hier. Aber es war auch nicht schwer. Nicht leicht. Apropos leichtsinnig, ne?
So. Okay, hier finden wir, glaube ich, nichts mehr. Nur besessene und eingestürzte Häuser. Nichts von Wert. Keine Manuskriptseite. Oder ich habe wieder eine übersehen. Was ja durchaus mal vorkommt. Nun, die Vögel warten weiterhin draußen auf uns. Darauf, dass wir in ihre Fänge geraten, in die Fänge des Dunkel. Aber das werden wir in dieser Folge nicht mehr, denn in der nächsten Folge werden wir hier weiterziehen zum Cauldron Lake, den wir hoffentlich noch finden werden, den See, um den sich hier so viel dreht. Wir müssen die Hütte erreichen und wir müssen Alice retten. Das ist unser Ziel. Bis dann, Freunde.